Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wie du siehst, geht die Staffel weiter oder die Serie Wohin des Weges, nämlich Folge 2 folgt jetzt. Und ich wollte gerne zum Heimberg gehen, das ist in Wolfshagen. Und das ist eine eher kleinere Strecke, man kann es auch fast schon spazieren gehen nennen. Aber es gibt trotzdem einen Stempel zu holen und darum geht es. Und ich würde sagen, wir sehen uns. So, ich habe jetzt hier am Waschpark geparkt in Wolfshagen, an der Seite. Ich denke mal, das ist kein Problem, weil hier ist halt auch direkt der Waldweg. Es gibt viele, die in Wolfshagen direkt parken, da an der Touristeninformation, aber ich parke meistens hier. Es ist auch unter der Woche, vielleicht ist das auch mein Vorteil, also müsst ihr mal schauen, ob hier noch was frei ist oder nicht. Ich werde wie immer alle Informationen in die Infobox machen, also guckt da mal rein. Da werde ich auch jetzt hier den Ort benennen, wo ich parke. Und ich ziehe jetzt meinen Pulli aus, weil das Wetter ist wahrscheinlich doch eher wärmer. Man wird sehen. Ja, und dann geht's auch schon los. Ja, den Pulli habe ich jetzt doch eingelassen. Im Wald ist es ja doch immer ein bisschen kühler. Ich bin übrigens allein unterwegs heute. Ist aber kein Problem für mich. Auch ohne Wanderschuhe. Mein Schuh hat sogar ein Loch. Ich bin so ein Penner. Naja, ist egal. So, da seht ihr das schon. 109. Stempel 109. Ja, da geht's zum Grane-Stausee. Da möchte ich jetzt aber eigentlich nicht hin. Also geht's eigentlich nur. Was steht denn da? Uah, fast hingefallen. Uah, Rosseckenweg. Oder was steht da? Ah, ich bin ein bisschen blind. Ja, und jetzt geht es ja eigentlich nur den Berg hoch. Ich fühle mich in Deutschland immer wie im tropischen Regenwald. Oh, ist immer so. Da war gerade was. Was war das? Hä? Oh, ich bin viel zu laut. Fuck. Das sah aus wie eine schwarze, ganz dünne Katze. Eigentlich einmal so über die Straße gerannt. Es ist aber wirklich so, je mehr man irgendwie alleine unterwegs ist, desto mehr Tiere sieht man auch. Voll so ein Fantasiewesen. Schade. Oh, da sind Leute.
Ja, ich war an dem Punkt leider nicht allein. Deswegen bin ich jetzt erstmal weitergegangen, um dann wieder meine Kamera quatschen zu können. Also, der Ausblick ist echt der Hammer. Und ich kannte das vor ein paar Jahren noch gar nicht, dass hier in Wolfshagen so was Schönes ist. Ich habe das erst durch einen Stempel kennengelernt. 2014 war das, glaube ich. Und ich fand das so cool, weil das sieht halt so krass aus, weil da noch der Fluss so lang fließt am Steinbruch entlang. Die Strecke ist nicht mal mega lang, eigentlich ziemlich kurz. Deswegen gehe ich hier gerade zum Panoramablick weiter, der ja eine schöne Aussicht über Wolfshagen zeigt. Mein Arm fällt gleich ab. Ja, der Weg zum Heimberg ist wirklich kurz. Eignet sich ziemlich gut für Familien mit jüngeren Kindern oder halt für ältere Menschen, die nicht mehr so gut gehen können. Ich weiß, es gibt auch ältere Menschen, die können das noch sehr gut. Grüße gehen raus an die Großeltern von meinem Freund. Die sind ultra fit. Aber es gibt halt auch welche, die können es nicht mehr und für die eignet sich dieser Weg total. Sieht aus wie so ein Traktor, der darüber gefahren ist. Ich glaube, es ist besser, wenn man nicht den Heimberg runtergeht, weil das eine Naturschutzzone ist, meiner Meinung nach. Also ich war da bisher auch nicht unten, weil dort halt auch Vögel brüten und ja, jegliche Insekten und was nicht alles da ist. Ja, man sollte es, glaube ich, nicht machen. Aber falls ich Unrecht habe, bitte schreibt es in die Kommentare und belehrt mich eines Besseren. Was zeichnet Wolfshagen aus? Kennt ihr Wolfshagen? Wart ihr schon mal dort? Habt ihr da schon mal die Walpurgisnacht gefeiert? Denn das mache ich am liebsten in Wolfshagen, denn dort gibt es die Harzer Hexenbrut. Nee, Wolfshagener Hexenbrut. Oder das ist sehr, sehr peinlich. Also, da gibt es die Hexenbrut, die Wolfshagener Hexenbrut. Und die sind irgendwie voll weltbekannt. Und wir haben da auch mal einen Weltrekord aufgestellt, wo man irgendwie als Teufel oder Hexe verkleidet sein sollte und dann zusammen tanzen sollte. Und ja, ich stehe jetzt im Guinness Buch der Rekorde. Nein, also man wurde natürlich nicht namentlich aufgenommen, aber man hat so eine Karte bekommen, so eine Art Visitenkarte. Und dort konnte man sich dann eine Urkunde holen. Habe ich nicht gemacht, aber ich war dabei. Ich weiß es. Tief im Herzen weiß ich es. Wenn dir die Videos gefallen, dann lass einen Daumen nach oben da und abonniere mich. Ich weiß, das ist voll nervig, wenn Menschen das sagen, aber ja, es tut mir auch gut, sowas zu sehen. Weil es ist immer schade, wenn Leute einen Daumen nach unten klicken. So ist das Leben und ich stehe in der Öffentlichkeit, damit muss ich rechnen. Darum freut mich ein Daumen nach oben umso mehr. Ach ja, jetzt seht ihr das, was da alles so ist. Der sieht ja süß aus. Oh, hallo.
voll cool. Richtig cool. Die finde ich auch voll toll. Taubenschwänzchen. Aha, was geht da ab? Ich weiß gerade gar nicht, ob das hier alles der Heimberg ist oder ob das nur das da ist. Kann ich euch nicht sagen. Und vorhin waren wir da. Da sieht man so einen Punkt, wo Leute noch sitzen. Ja. Man sieht zwar, was das für ein Wasser ist. Also Achtung, Werbung. Boah, heute habe ich gar keinen Bock auf Kohlensäure, aber wir hatten nur noch Kohlensäure. So, ich mache hier ein kleines Päuschen und jetzt habe ich mal wieder eine Frage an euch. Seid ihr eher so ein Stadtkind oder so ein Dorfkind? Wollt ihr eher an der Natur leben oder in der Stadt? Bei mir ist es, glaube ich, wie man schon, man merkt es ja, dass ich eher so der Naturfan bin. Das Ding ist halt, dass man dadurch ziemlich runterkommt und man wieder so ein bisschen in Balance kommt, weil man nicht immer konsumieren muss, wenn man die Läden vor sich hat und alles. Aber klar, ne? Also ich gehe halt auch manchmal gerne einkaufen, wahrscheinlich viel zu oft. Ich wurde auch gefragt, warum ich Videos mache bei YouTube und warum ich es mache, ist, glaube ich, so, dass man sich der Community aufbaut. Man sieht die Resonanz dahinter, man hat ein Ziel vor Augen. Also ich sage dann ja so, oh, heute gehst du jetzt in den Harz und dann machst du ein neues Video und dann schneidest du das. Das ist so etwas, was einen irgendwie fordert und auch, das habe ich mich beobachtet gefühlt, positiv beschäftigt. Und ich freue mich natürlich auch immer über die Kommentare von euch. Deswegen frage ich auch so eine Frage, weil ich sehe dann halt, wer mich halt schon ein bisschen länger anschaut und wer nicht und wer neu dazugekommen ist. Und es gibt mir halt einfach so eine Resonanz. Also, wenn ihr irgendwas habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Lasst uns eine Community aufbauen. Ich fand das auch richtig cool, dass ihr die Wanderschuhe genannt habt, die ihr habt, weil viele wissen ja auch nicht, was sie für Schuhe haben sollen. Und dann können sie da mal auch reingucken und sich ein bisschen informieren. Ich muss mir immer noch welche holen, aber ich muss halt auch ein bisschen auf Sparkurs gerade fahren. Deswegen, Wanderschuhe kosten ja nicht mal eben irgendwie 70 Euro. Wenn man gute haben will, meiner Meinung nach, kosten die dann schon mal 130 Euro aufwärts. Aber ja, ich werde euch berichten, für welche ich mich am Ende entschieden habe. Ich sitze hier jetzt noch ein bisschen und dann geht's weiter. Denn ich wollte ja zum Panoramablick. Und ich weiß nicht, ob der das jetzt hier schon ist. Eigentlich kenne ich den anders in Wolfshagen, aber ja, wir gehen mal ein bisschen weiter. Aha. Ich hoffe, dass mich niemand beobachtet, weil ich das jetzt hier schon tausendmal versuche. Also, wie man sieht, ist das der Wolfsheger Panoramablick und der Wind macht mir auch etwas zu schaffen. Ich finde Wolfshagen richtig cool, weil es so ein ruhiger Ort ist und man überall Felder hat und man kann halt an den Pferdekoppeln entlang gehen und da kommen voll die Blumen und man ist halt direkt an der Innersten. Und ich höre jetzt hier auf. Ich glaube, mir fliegt gerade alles ins Haar und in den Mund, weil diese Blumen da so pusteln. Voll hier. Ja, da macht die Alte einen auf Naturfreund und meckert dann, wenn die Blumen ins Gesicht fliegen. Ja, ist so eine Sache, ne?
bin jetzt ja doch nicht den Rundwanderweg lang gegangen. Also ich war an der, am Heimberg-Aussichtspunkt, dann bin ich weiter zum Panoramablick. Und jetzt gehe ich halt nochmal in Weißhagen rein. Also ich gehe jetzt hier gerade den Berg runter, 1 Kilometer lang, also 0,9 stand darauf. Kann einfach mal nicht so kleinlich sein. Und dann gehe ich zurück zum Auto. Also war das jetzt echt ein kleiner Weg. Aber so ist das manchmal, ne? Sieht aus wie eine Blume, so eine Knospe, oder? Was sagt ihr? Steht auch nichts dran. Ich bin voll schreckhaft geworden, was so Laute angeht, so Geräusche. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich zu viel Podcast höre. Ich suchte gerade so ein bisschen Mordlust und Zeitverbrechen habe ich schon durchgehört alles. Ist leider immer nur alle 2 Wochen. Achtung, Werbung. Ich fahre halt immer ein bisschen länger Auto und dann bietet sich das so gut an, so eine Podcast zu hören. Und Mordlust ist halt auch ultra spannend und krass. Geht halt um so Mordfälle in Deutschland. Zeitverbrechen geht auch um Mordfälle in Deutschland. Beide legen das ein bisschen anders aus, beide Podcasts. Aber ich finde, beide machen es gut. Wo bin ich hier? Ja, war hier meine Eisenbahn? Also so eine Eisenbahnstrecke oder was ist hier los? Ich würde sagen, eigentlich bin ich nicht so der Fan von Thriller, Horror und sowas. Aber diese Podcasts sind einfach ultra unterhaltsam. Und das Ding ist halt, man lernt. Ja, das sollte die Alte mal ihr Handy wegpacken. Ich lasse trotzdem meine Hand und drehe es um. Oh, heute ist so richtig fail. Auf jeden Fall unterhalten diese Podcasts total. Also ich finde, ein Podcast ist schon mega die coole Erfindung. Jetzt bin ich eigentlich unten. So ein Tümpel. Boah, das stinkt doch. Boah. Ja, das sieht im Handy richtig hübsch aus. Aber so sieht das gar nicht aus. Ha. Ja, es ist echt eigentlich so dunkel wie jetzt und nicht so wunderschön, bunt und schimmernd und ja, das ist halt das Handy, ne? Das ist halt kein menschliches Auge. Ja, ich bin jetzt hier eigentlich schon in Wolfshagen, also da ist schon die Straße, deswegen würde ich jetzt hier mein Video auch beenden. Also ich bin halt von der Waschanlage, weiter zum Heimberg und vom Heimberg zum Wolfshäger Panoramablick und jetzt bin ich gleich in Wolfshagen. Also es war nicht mega die Strecke, aber wenn du magst, kannst du natürlich die Rundwanderung machen, die 3,3 Kilometer. Ist nicht viel, kann man gut machen, bin ich auch schon lang gegangen. Ja, ich hoffe, ich habe dir einen Anreiz gegeben und dann würde ich mich jetzt hier auch mal verabschieden. Also bleib dabei, deine Voice frei! So, und das wäre der andere Parkplatz, an dem ihr parken könntet. Also hier kostet das auch nicht. 2 Stunden Parkzeit. Ne, 2 Stunden war, glaube ich, nur für das E-Auto. Hier die Touristinformation. Oh, also ich gehe jetzt doch ganz schön lang die Straße entlang. Am besten ist eigentlich doch den Rundwanderweg zu machen und nicht durch die Stadt zurückzulaufen. Weil dann ist dieses ganze harmonische Gefühl weg. Man hört's.